Bücher, Freunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen Blick zurück und wir schauen uns an, welche Neuzugänge aus dem September 2016 ich bereits gelesen habe, was mir da auch noch in Erinnerung bleibt. Und so viel kann ich verraten, es waren 15 Neuzugänge in diesem Monat. Also ich würde sagen, tatsächlich fast ein durchschnittlicher Neuzugänge-Monat. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich glaube, das ist so im letzten Jahr auch der grobe Durchschnitt gewesen. Und wir blicken jetzt einfach mal gemeinsam in das Video. Ich bin sehr gespannt, und welche Bücher es waren, was ich davon gelesen habe. Und ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich. Und jetzt werfen wir mal einen Blick zurück. Ja, wir starten mit dem Intro, dem ich nach wie vor nicht so nachweine. Ich finde das zwar ganz schön, aber ja. Und dann, eine dunkelhaarige Steffi nach wie vor. Ich glaube, blond wurde ich dann erst im alten Jahr. Mit einem doch relativ dicken Pulli für September. Also es könnte ja Anfang Oktober gewesen sein, okay. Nach wie vor mag ich meinen Blond doch irgendwie mehr. Vielleicht ist das mein Jahr, in dem ich durchgängig blond bin, wer weiß. Aber gucken wir uns mal dann langsam die Bücher an. Das erste Buch ist Worte für die Ewigkeit von Lucy Inglis. Und das habe ich jetzt E-Book gelesen. Und das hat mir, soweit ich weiß, sehr, sehr gut gefallen. Also das ist wirklich ein Buch, das ich auch nur so vage in Erinnerung habe, dass wir hier in den USA sind und auch zwei verschiedene Zeitepochen erfahren und eben hier zwei Jugendliche haben, die sich eben schon aus einer anderen Zeit scheinbar irgendwie kennen, beziehungsweise da auch irgendwas mit Indianern, glaube ich, vorgekommen ist. Und es war eine sehr, sehr schöne Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat. Nicht ganz so im Gedächtnis geblieben, aber schön. Ja, weiter geht es mit Goddess of Poison, Tödliche Berührung von Melinda Salisbury. Das ist der erste Teil, ich glaube, einer Dilogie, die mir anfangs sehr, sehr gut gefallen hat, bis die Wendung kam, die alles verändert hat, und dann fand ich das Buch überhaupt nicht mehr gut. Also ich konnte dann weder was mit der Protagonistin anfangen, die für ein Jugendbuch sehr zickig und sehr nervig war, noch dann wirklich mit dieser Wendung. Ich fand das wirklich, ich habe auch den zweiten Teil, der ist glaube ich schon rausgekommen, nicht gelesen, auch nicht hier, habe ich auch nicht vor. Mir hat das wirklich leider gar nicht dann mehr gefallen, weil mir dann die Gedankengänge dieser Dystopie einfach, es war am Ende dann doch keine Dystopie, aber leider nicht irgendwie gefallen. Ganz anders dann Plötzlich Banshee von Nina McKayle, das erste Buch, was ich von ihr gelesen hatte. Hier geht es eben um eine irische Banshee, wenn man so möchte, ich glaube eine Todesfee, der allerlei merkwürdige Dinge passieren. Es war sehr viel Witz dabei, Humor dabei, es war eine tolle Story und es hat mir wirklich gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Buch. Und auch das Cover wirklich super, super schön. Und das ist auch wunderschön broschiert, wie man darin gerade erkennen kann. Und hat mir auch inhaltlich wirklich gut gefallen, weil es auch mal was anderes war und es wirklich zwar schon irgendwie typische Teenager waren, aber eben doch irgendwie mit Niveau. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders sagen. Und es war eben nicht so dieses Gezicke, wie man es ja sonst oft aus diesen Jugendbüchern kennt. Dann ist bei mir Die Welt zwischen den Zeilen von Jackie Fellgood eingezogen. Ein Buch, das ich auch ziemlich, nicht viel später gelesen habe. Hier haben wir eine Protagonistin, die eben in Bücher reisen kann und eben auch eben zwischen den Zeilen, dass etwas passiert. Ein Buch, das mir gut gefallen hat. Auch das Manuskript von Jackie Fellgood ist mittlerweile gelesen. Gott, haarscharf habe ich das, glaube ich, Ende Juli gelesen. Ein Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat, sehr tiefgründig. Es ist diesmal keine Liebesgeschichte. Es geht um Henry und auch seine kleine junge Nachbarin, die sich dem Schreiben so ein bisschen im Grunde zugewandt haben und eben am Manuskript sozusagen noch feilen. Und es war eine sehr tolle Lebensgeschichte, die einen wirklich auch wunderbare Gedankengänge nochmal näher bringt. Und beide Jackie Fellgood Bücher sind gelesen. Ich habe jetzt gerade noch ein Buch von Jackie auf dem Sub. Und ich weiß aber nicht, glaube ich, nicht im September eingezogen. Ich glaube erst in diesem Jahr.
Und ja, kann ich absolut empfehlen. Bei dem ersten eher, wer halt auf Fantasy steht. Und hier hat man eben eher so eine Lebensgeschichte und eher die Liebe zum Buch als ja, Miteinander sozusagen. Aber beides hat sich sehr, sehr gut gemacht. Ein Buch von Gesa Schwarz ist bei mir eingezogen, Herz aus Nacht und Scherben. Auch das ist schon gelesen. Hier waren wir, glaube ich, in Venedig und es war okay. Ich habe nicht sehr viel Erinnerung. Ich weiß, dass Gesa Schwarz schreibt, die ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, dass ich da schon ein bisschen ja, mit gebraucht habe. Aber es war eine gute Geschichte, die ich jetzt nicht negativ oder so in Erinnerung habe. Ganz anders dann Giants von Sylvain Nouvel. Sie sind erwacht. Ein Sci-Fi-Roman, der letztes Jahr zu den Highlights gehört hat und auch der zweite Teil in diesem Jahr absolut grandios war und ich diese Reihe bisher absolut empfehlen kann. Es war ein bisschen viel absolut. Wir haben hier Science-Fiction vom Feinsten, denn es werden große Teile, Körperteile im Grunde gefunden, wo eine Hand irgendwie 3 Meter groß ist und ja, da irgendwie es den Anschein macht, man hätte eben einen Roboter und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ja, warum und weshalb und wo dieser Roboter herkommt. Und man hat hier eben einen ganz anderen Erzählungsstil, denn es ist sowohl so eine ja, Interviewform wie eine Tagebuchform. Und das, diese Mischung dieser unterschiedlichen Stile macht das Buch zu etwas sehr Besonderem und es macht sehr viel Spaß, eben diese verschiedenen Blickwinkel zu erfahren. Man weiß auch lange nicht, wer der Interviewer des Ganzen ist und ja, man stellt im Grunde so selbst die Fragen und das hat unglaublich viel Spaß bei Giants gemacht. Dann ist eingezogen Zwischen dir und mir die Sterne. Das ist ein Buch, das ich bei einer Lovely Books Leserunde gewonnen habe und das ich auch, glaube ich, relativ schnell gelesen habe, auch die Geschichte selbst, ich glaube, an einem Wochenende. Ich muss sagen, ich weiß tatsächlich nicht mehr allzu viel von der Story. Ich weiß, dass sie doch ein bisschen kitschig war, was das Cover ja fast vermuten lassen würde. Aber ja, ich habe leider nicht mehr in Erinnerung, außer dass ich es gelesen habe, dass mir der Austausch einfach auf Lovely Books auch immer wieder Spaß macht. Und ja, mehr leider nicht. Dann geht es weiter mit Gesa Neitzel, Frühstück mit Elefanten. Und ja, Gesa verfolge ich sowohl auf YouTube als mittlerweile auch auf Instagram. Und ja, sie ist aus Berlin eben in den Dschungel gezogen nach Afrika und hat hier eine Ausbildung als Rangerin gemacht. Und ja, wir begleiten sie eben als Rangerin, als den Anfang ihrer Zeit dort, wie schwer das alles war. Und es war ein tolles Buch. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Ich finde, Gesa Neitzel ist eine unglaublich starke und tolle Frau. Und auch jetzt ihre Vlogs auf YouTube und ihre Bilder auf Instagram finde ich nach wie vor wirklich toll. Gucke da immer ganz, ganz gerne rein und bin schon sehr gespannt, ob es mal noch ein weiteres Buch von ihr geben wird, wo sie in der Rangerzeit sozusagen ein bisschen was erzählen wird. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Dann leider wieder ein bisschen anders, und zwar von Megan Shepherd, The Cage Entführt. Der erste Teil, glaube ich, einer Trilogie, einer Jugendbuch-Trilogie. Ja, wir haben hier Jugendliche, die irgendwo aufwachen, sich nicht mehr erinnern, wie sie da hinkommen. Und man merkt, dass das so ein bisschen eine Art Big Brother ist. Man findet jetzt halt langsam heraus, wer die Beobachter sind, was diese Jugendlichen dort sollen. Und ja, es war irgendwie nicht mein Buch. Ich habe die Charaktere nicht so richtig verstanden. Ich fand diese ganzen Wendungen irgendwie sehr merkwürdig und unrealistisch. Ja, es ist so Jugend-Sci-Fi, aber nichtsdestotrotz muss es ja ein bisschen erklärbar bleiben. Das Gefühl hatte ich hier leider gar nicht. Ja, mir hat das Buch, glaube ich, war okay, aber es hat mich jetzt nicht so in den Bann gezogen. Habe auch weder Band 2, der ist, glaube ich, schon da, Band 3 weiß ich gerade nicht, zieht es mich leider so gar nicht hin. Und wobei das Cover natürlich schon schön aussieht, aber die Story mich jetzt wirklich nicht so gepackt hat. Ganz anders dann wieder von Christopher V. Gardner, Die Vatikanische Prinzessin. Hier geht es ja um Lucrezia Borgia und ja, es war ein toller historischer Roman, mal in einer Familie, die ich weniger beobachtet habe. Also ich habe schon die ein oder andere Doku und auch Biografie über die Borgias gelesen und sie war ja im Grunde die Tochter dann auch des damaligen Papstes, daher eben auch die Vatikanische Prinzessin, was ja heute unvorstellbar ist. War damals eben noch gar kein Problem und man erfährt so ein bisschen diese ganzen Intrigen, die damals im Vatikan waren und eben auch,
wie schlecht Lucrezia von ihrer Familie behandelt wurde. Ein toller historischer Roman, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Auch gut gefallen hatten mir die Kurzgeschichten von Zelda Fitzgerald, Himbeeren mit Sahne im Ritz. Es waren einige Kurzgeschichten drin, die ich sehr unterhaltsam fand, und ich bin ja ein großer Fan von ihrem Mann, Scott F. Fitzgerald oder so, F. Scott, ja, auf jeden Fall irgendwie so, oder F. Scott Fitzgerald, also irgendwie, ihr wisst, wem ich meine. Und man spürt halt hier so ein bisschen diese typischen 20er, 30er Jahre und ja, wie es eben ist, mit einem Schriftsteller verheiratet zu sein. Und wenn man die Geschichte von Zelda Fitzgerald weiß, wie sie geendet ist, das ist natürlich alles sehr tragisch, und sie ist ja im Grunde dann in einer Irrenanstalt gelandet, weil sie mit all dem nicht zurechtkam, und eben auch damit, dass sie immer im Schatten ihres Mannes stand, das war halt leider auch nicht so förderlich für sie und ihr Leben. Und ja, aber die Kurzgeschichten haben mir gut gefallen, haben mich gut unterhalten, und ich habe es wirklich sehr gerne gelesen. Dann ein Buch, was zu meiner Game of Thrones Sucht einfach passt, und zwar Winter is Coming von Caroline Larrington. Ich hoffe, dass, ja, ich müsste weiter her. Ja, hier geht es um die mittelalterliche Welt von Game of Thrones. Und ich fand das ganz okay. So als Fan kann man das auf jeden Fall mal lesen. Ich muss aber ehrlich einfach sagen, wenn man ein bisschen was im Internet recherchiert, wenn man da mal sich einfach mit beschäftigt, dann findet man diese Infos ausführlicher und auch ein bisschen spannender auch im Internet, wenn man einfach bei Foren ist, wenn man sich mal auf die verschiedensten Game of Thrones Seiten, auf die Seiten von Das Lied von Eis und Feuer befindet, egal ob Deutsch oder Englisch. Das Buch war okay und so als Ergänzung auch, aber es ist für mich jetzt kein Muss gewesen, weil ich vieles einfach daraus auch schon wusste und auch den Bezug zum Mittelalter, den George R. R. Martin nimmt, und ja. Dann Das Geheimnis der Schwimmerin von Erika Swiler, ein Buch, das ich glaube ich sogar abgebrochen habe, weil ich es unglaublich langweilig fand und es überhaupt nicht in diese Richtung ging, in die ich erwartet hatte, dass es geht. Ja, es ist, es ging irgendwie um den Ort, in dem Frauen beim Schwimmen eben irgendwie verschwinden oder tot geborgen werden, und dass das irgendein Fluch ist, und ein Sohn eines Opfers will irgendwie dahinter kommen, weil er auch eine Schwester hat und will diesen Fluch brechen, und ich krieg's gar nicht mehr so richtig zusammen. Ich fand es auf jeden Fall nicht gut, ich fand den Schreibstil unglaublich langweilig, langatmig, und ich bin dann ja auch niemand, der sich durchquält, ich breche dann eben Bücher auch ab, und so habe ich das bei diesem Buch leider auch tun müssen. Und dann ging es weiter mit Game of Thrones, Die sieben Königslande von Westeros von Daniel Bedridge. Ein Buch, das sich eben als eine Art Reiseführer um Westeros kümmert, also wo das Lied von Eis und Feuer Game of Thrones eben spielt. Und das hat mir super viel Spaß gemacht, denn es war eine sehr lustige Reise durch Westeros, wo man tatsächlich Lust bekommen hätte, mal hinzureisen. Es wird einem auch Tipps und Tricks gegeben, wie man mit den Herren oder den Herrschern gerade in diesem Königslande sozusagen umgeht, was man lieber nicht tun sollte, und ich fand es sehr unterhaltend. Also es hat Spaß gemacht, es zu lesen, und hatte mir wirklich gut gefallen und habe ich auch positiv in Erinnerung. Ja, und das waren sie nun auch schon, die Neuzugänge aus dem September 2016, aus dem letzten Jahr. Es waren 15 Bücher und alle 15 sind mittlerweile von mir gelesen. Finde ich sehr gut. Ich glaube, nach dem August, den wir ja im letzten Monat angeguckt haben, ist das doch mal ein ganz guter Schnitt. 100% Haken dran, sehr gut. Freut mich wirklich sehr, dass das auch mal so vorkommt, dass man sagt, okay, Bücher von einem Jahr sind dann auch schon gelesen. Ja, ich habe es, glaube ich, ja auch im August gesagt gehabt, die Mängelexemplare haben dann natürlich den Schnitt so ein bisschen verdorben. Hier sieht man das ja ganz knapp ja eigentlich, dass ich das Manuskript im Juli, glaube ich, gelesen hatte, wenn es nicht Anfang August war, dass ja, ich somit jetzt auch wirklich die Bücher abgehakt habe, ohne dass ich es wusste, dass das Buch jetzt für den September drankommt. Also es ist purer Zufall, mir war einfach nach einem Buch von Jackie, und ja, hiermit habe ich das im Grunde dann auch ja, geschafft. Und ja, Bücher, ihr seht, nach wie vor kann man sich so grob an manche erinnern, an andere detailreicher. Und ich denke, das ist einfach so, wenn man eine gewisse Menge auch an Büchern liest, dass einem nicht jede Geschichte absolut brisant im Kopf sozusagen bleibt. Aber
15 Bücher gekauft, 15 Bücher sozusagen dann auch gelesen. Es freut mich wirklich sehr. Mich würde natürlich interessieren, wie das so bei euch ist. Ich sehe das immer gerne bei den Kommentaren, dass manche sich da so jetzt auch so ein paar Gedanken machen, auch mit Listen anfangen. Ich wäre da sehr, sehr neugierig und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr so ein bisschen berichtet, wie da so euer Lese-Kaufverhalten ist und auch wie euch natürlich diese Reihe gefällt, die ja jetzt gerade schon die 4. oder 5. Folge ist. Ja, sagt mir da gerne mal Bescheid, macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen. Und nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.